Wir machen heute ein Ranking für die Brawl Stars Accounts der größten deutschen YouTuber. Wer hat die meisten Trophäen, wer hat das krasseste Profil und vieles mehr. Wir starten auf dem letzten Platz bis hin zum ersten. Viel Spaß! Creator Code Jo Jonas. Wir kommen zu Paluten. Er hat inzwischen 5,3 Millionen Abos. Vor allem, ich glaube, mit Minecraft erfolgreich geworden, wenn ich mich nicht täusche, aber inzwischen mit allen möglichen Let's Plays bis heute. So ziemlich der größte Gaming-Kanal, damit auch in Deutschland. Also auf jeden Fall solide. Also eigentlich hat er nur gezeigt, wie er einmal das Tutorial durchspielt und dann auch die allererste Showdown-Runde hier tatsächlich, mit Shelly, die ja auch tatsächlich, glaube ich, gewonnen hat, sogar direkt. Genau, das heißt hier die ersten 10 Trophäen, dann auch hier die Brawlbox geöffnet. Und dann gab es auch schon den zweiten Brawler mit Nita, den er hier gezogen hat. Damals noch ein Meilenstein-Brawler, also zwei Brawler insgesamt, 17 Trophäen. Nita hat er insgesamt dann nochmal auf 17 Trophäen gepusht, also insgesamt damit 34 Trophäen. Und dann hat er auch noch ein bisschen Juwelenjagd gespielt, also einfach ein bisschen getestet, etwas Showdown, etwas, genau, 3 vs. 3 dann in dem Fall. Und das war es auch eigentlich schon für die erste Folge. Die ging 10 Minuten, vor allem Tutorial, dann 2, 3 Showdown-Runden und ein paar 3 vs. 3 Runden. Und so ist am Ende. Dann hier mit Shelly auf 33 Trophäen und auf 17 Trophäen mit Nita. Und damit insgesamt, wie wir es hier sehen können, auf 50 Trophäen. Hat 3 Brawler. Und zwar hat er nämlich aus der Brawlbox noch Poco gezogen. Aber das war es dann für den Account. Also wirklich eine Folge und bis heute ist da nichts gekommen mehr. Weiter geht's mit Standard-Skill. 3,4 Millionen Abos. Ich kenne ihn vor allem eigentlich nur durch Fortnite. Ich glaube früher auch GTA. Ja, wir sind doch hier, ne? Fortnite damals absolut krank. Ich glaube alle, vor allem Stream-Rekorde und auch, keine Ahnung, Videos weiß ich nicht, aber vor allem Stream-Rekorde absolut krank gebrochen damals. Und auch er bringt inzwischen Brawl Stars. Ich habe jetzt, glaube ich, eher Opening-Battles von ihm gesehen. Ich weiß nicht, was man auf dem Account erwarten kann. Mal schauen. Ey, wie geil dünn dieser Screen auch aussieht eigentlich, hä? Und hier sehen wir mal das Standard-Skill. Skill 383 Trophäen hier auf seinem Account hat. Und auch bei der Brawler-Übersicht können wir nicht allzu viel sehen. 12 Brawler, so der höchste, ich weiß nicht, was der höchste so hat. Wahrscheinlich so 100 bis 200 Trophäen, schätze ich mal. Meisten halt noch so auf 0. Ah, wir sehen es hier, wird Angelo hochgepusht auf 398 für den, für die gratis Star-Dops hat er gemacht. Stimmt. Die Idee für dieses Video stammt übrigens ursprünglich von Lukas und zuletzt nochmal von Clash Games. Die beiden Kanäle sind ganz oben in der Beschreibung verlinkt. Lasst gerne bei ihnen ein Abo da und abonniert auch gerne meinen Kanal, wenn ihr keine weiteren Brawl Stars Videos oder solche Videos in Zukunft nicht verpassen wollt. Wir sind auf einem guten Weg für die 1 Million, also danke für jeden Support. iCrimex, 3,6 Millionen Abonnenten, das ist wirklich crazy. Und wir sehen beliebteste Videos. Ich glaube, er ist mit GTA groß geworden, aber auch Fortnite. Genau, aber hier auch ein paar Relive-Sachen, glaube ich, auch dabei. Weil ich glaube, eher GTA und Fortnite vor allem. Inzwischen, ach stimmt, inzwischen Minecraft sogar. Und soweit ich weiß, ist bei ihm auch das Interessante, er hat nicht nur Opening Battles, glaube ich, hochgeladen, sondern wir sehen auch hier, das war so ein Let's Play-Account von ihm, glaube ich, bei dem er auch wirklich normal das Spiel gestartet hat. Das heißt, ich bin jetzt mal gespannt. Und wir haben hier seinen Club und hat 39.000 Trophäen, der höchste, also das ist echt ein random Club. Ich denke mal, er wird dann vielleicht einfach zugeordnet, dem Club, weil ab 400 Trophäen wird ja automatisch ein Club für jemanden gesucht. Ich denke mal, das war bei ihm so, gehe ich mal zumindest von aus. 5er Trophäen, also hier noch ein ziemlicher, muss man so sagen, ziemlicher Anfänger-Account natürlich. Wir sehen, scheinbar Rank gar nicht gespielt, 0 3 vs 3 Siege, keine einzige ohne 3 vs 3 gespielt. 24 Solo-Wins dafür, 10 maximale Siegesserie, wir gehen auf die Brawler. Und hier sehen wir einmal Nita, 398, okay, das ist solid. Und das war's irgendwie, gut, ist ja klar bei den wenigen Trophäen, ne. Dafür auch einen legendären schon mal mein Team mit 2 gezogen, genau, 2 legendäre sogar, Chester auch noch. Wir haben Awesome Elina, 922.000 Abonnenten, vor allem eigentlich nur mit Minecraft groß geworden. Und wir haben tatsächlich zusammen auch Brawl Stars gespielt. Ja, und wie ihr hier sehen könnt, war schon mal eigentlich ganz solid, ne? 560 Trophäen hier. Wir sehen Nita auf 238 Trophäen. Das Profil kann ich jetzt leider nicht direkt zeigen, aber auf jeden Fall trotzdem hier, ja, würde ich sagen, ganz ordentlich. Ja, seht hier nochmal, wie die Runden so gelaufen sind. Ich habe hier mit Angelo gespielt und sie hier mit Nita und dem Bären. Genau. Wir kommen zu Gnu. Mit 1,4 Millionen Abonnenten ist sie vor allem durch Fortnite bekannt geworden und hat damals tatsächlich auch ziemlich viele Brawl Stars Videos aufgenommen. So war sie auch in einem der viralsten Opening Battles überhaupt drin. 20 Millionen Aufrufe bis heute. Da war ich leider nicht dabei, aber dafür in einem anderen Opening Battle, in dem sie auch dabei war. Und sie hatte als erste weltweit irgendwie eine blinkende 5 mit ganz vielen verbleibenden Gegenständen gehabt. Das war vor allem krass. So, das muss ich auch einmal zeigen. Na, da war so eine blinkende 5 in der Megabox. Das war crazy. Da war sie die erste, glaube ich, weltweit, die das aufgenommen hatte auch. Das war total random. Vor allem dafür, dass sie nicht so viel Brawl Stars gespielt hat. Das war... Junge, da war Clash Games dabei. Erstmal Screenshot machen. Und hier sehen wir einmal ihr Profil. 537 Trophäen, 34 Brawler. Wir sehen, ja, damals auch noch Powerliga natürlich am Start gewesen. 30 3 vs 3 Siege, 1 Solo-Sieg und 25 Duo-Siege. Also sie hat sich eher so auf Unterhaltungsvideos konzentriert, wie zum Beispiel 10 Arten von Brawl Stars Spielern. Ja, und hier sehen wir einmal die Brawler-Übersicht. So die meisten halt auf 0 Trophäen, hat auch einige Legendäre gehabt. Und hier sehen wir jetzt einmal Bibi und Piper waren hier ihre höchsten Brawler, zu knapp über 140. Einige so um die 30 bis 40 Trophies. Auch ein paar Legendäre, aber
viele legendäre von den Openings gehabt. Wir haben RyfeHD mit 2,7 Millionen Abonnenten. Ich weiß gar nicht mehr, was er bekannt geworden ist. Ich glaube, mit Minecraft. Ja, das sind auch Relive-Sachen. Stimmt, die Revi-Videos, die habe ich auch gesehen, wenn ich du wäre. Stimmt. Krass. Und zwar hat auch er einfach Brawl Stars gebracht, ich glaube im Rahmen einer Kampagne. Ich glaube übrigens, ich weiß gar nicht, ich glaube Hugo, Papa Platte waren auch Teil einer Brawl Stars Kampagne. Ich weiß gar nicht, ob noch immer irgendwer dabei war, weil es halt eine relativ große Kampagne gegeben zu haben. Bei Clash of Clans war übrigens sogar ich dabei, bei der Kampagne für Clash of Clans. Habe ich auch hier auf dem Kanal sogar hochgeladen, stimmt, glaube ich. Das war geil. Und zwar haben wir dazu die Wife Army hier am Start mit 37.000 Trophäen. Hier der höchste im Club. Ich gehe hier einmal ganz runter und wir sehen Wife hier auf Platz 3. Ich weiß nicht, der drüber hat auch einen super Namen. Da sehen wir ihn einmal. 1028 Trophäen. Finde ich wieder eigentlich ziemlich krass. Viel vor allem, wenn man überlegt, dass es ja nur ein Placement war, oder? Ist doch dann nur im Stream wahrscheinlich gespielt. Das heißt, 1000 Trophäen und Diamond erreicht in Master, in Ranked. Das ist ziemlich krass. 13 Solo-Siege, 51 Duo-Siege, 57 3-3-Siege. Krass. 15er Streak. Wir sehen einmal hier die Brawler. Und wir sehen einmal hier, er hat echt nicht viele, aber er hat zwei Legendäre. Die müssen gekauft sein. Die müssen gekauft sein. Anders geht das auf jeden Fall nicht. Oder Startups irgendwie ultra lucky. Ein mythischer. Meiste Trophäen ist Leon 423. Okay. Und Spike mit 237. Nice. Damit kommen wir tatsächlich zu Hamed Loco. Sein Hauptkanal hier, 560.000 Abos, wie wir hier sehen, ist er vor allem durch FIFA-Videos bekannt geworden. Und tatsächlich haben wir beide ja schon zusammen Brawl Stars gespielt. Er hat mich auch gefragt, ob wir zusammen mal eine Runde spielen wollen. Und dann kam auch dieses Video hier zustande. Club heißt Presidentos. Und hier haben wir tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ach doch, da ist er doch ganz unten, Hamed Loco. 2000 Trophäen. Er hat erst angefangen. Und dafür finde ich das echt krass. 2100 Trophäen. Fairerweise, wie wenig Siege hat er bitte? 36, 100 Solo-Siege, nur so wenig Siege. Ich wusste gar nicht, dass es möglich ist, mit so wenigen Siegen so viele Trophäen zu kriegen. Lieblingsbrawler hier Edgar einfach eingestellt. Weiß ich, manche machen es einfach so. Wahrscheinlich ist es bei ihm auch der Lieblingsbrawler. 31er Siegesserie. Und wir sehen, Junge, Shelly auf 0 Trophäen. Das ist interessant. Das sieht man wirklich selten. Aber jetzt wollte ich eigentlich hier kurz mal die Brawler zeigen. Er hat nur einen mythischen und zwar Jean und zwei Legendäre. Also, wir sehen so hier einmal so die meisten so um die 0 bis 50 Trophäen. Dann ganz oben hat er wirklich Edgar schon auf 5er Trophäen gepusht, aber auch Leon und Spike, seine beiden Legendären, schon mal ziemlich ordentlich, muss man sagen. Weiter geht's mit Let's Hugo. 385.000 Abos aktuell auf YouTube. Vor allem auf Twitch hat er inzwischen fast 1 Million Follower. Ich glaube, besonders bekannt geworden durch, ich glaube, Minecraft? Und dann weiß ich gar nicht so genau, ehrlich gesagt. Ich glaube, auch viele Real-Life-Sachen oder Events. Und auch er hat mit Brawl Stars angefangen, unter anderem auch mit Trimax und Papa Platte zusammen Brawl Stars gespielt. Hier sehen wir es einmal. Also gerade, glaube ich, erst angefangen. Müsste eigentlich, oder ich glaube, hat er nicht auch Star Shelly gehabt, war er das? Ich weiß es gerade, Star Shelly gehabt? Ich weiß es nicht. So, hier haben wir einmal seinen Club, okay, also die meisten sind so um die 30.000 bis 40.000 Trophäen, sehe ich. Und er natürlich hier mit 2.114 Trophäen am Start und tatsächlich ist er Diamond 1 in Rank, was ziemlich solide ist, schon mal für einen Anfänger. Er hat, glaube ich, mit Trimax und Papa Platte, wie gesagt, schon Rank gespielt. 2.000 Trophäen, die meisten davon Solo und Duo, also wieder mehr Showdown 12, Siegesserie. Und hier sehen wir einmal seine Brawler. Junge, eine Trophäe mit Nita. Interessant, dann keinen Bock mehr gehabt. Shelly ist gut dabei. Wir schauen mal gleich die Trophäen nochmal genauer an. Aber wir sehen ein legendärer Brawler und zwar Search. Melody auch solide gepusht. Einige mythische hier. Machen wir noch Trophäen einmal. Hier sind die meisten auf 0. Und ja, wirklich Shelly der höchste. Na, Melody. Genau. Interessant. Ist solid. Schon mal für die ersten runden Brawlers. Wir kommen zu Banks. Mit über 2 Millionen Abonnenten ist er, glaube ich, mit Minecraft und Roblox bekannt geworden. Und auch er bringt jetzt wieder Brawlers. Nach 3 Jahren hat er jetzt wieder angefangen mit dem Spiel. Und wie nimmt er das auf, frage ich mich, weil irgendwie sieht der Bildschirm so ein bisschen verzerrt aus. Ich habe es auch schon mal gesehen, aber das... Aber es geht, aber irgendwie ist es ein bisschen verzerrt, das Bild, glaube ich. Aber interessant, wie man das aufnimmt. Im Club 107.000 Trophäen tatsächlich. Team Banks, wir sehen hier die höchsten so um die 50.000, die meisten so 40.000 Trophäen. Und hier auf dem letzten Platz tatsächlich, Platz 30, Banks hier mit 5.500 Trophäen. Er hat erst vor einem Monat das letzte Brawl Stars Video wieder hochgeladen. Das heißt, er spielt jetzt auch wieder Brawl Stars. Und wir sehen erstmal 5.370 Trophäen. Rekord ist sogar ein bisschen höher, als er gerade eben ist. Also ist schon, ja gut, 12 Trophäen verloren, ist nicht allzu viel. Ranked hat er, denke ich, nicht gespielt, oder? Weil höchster Rang steht gar nichts drin. Aktueller Rang Bronze 1. Ich vermute mal, er wird wahrscheinlich Ranked einfach gar nicht gespielt haben, schätze ich mal. 3-30, 587 geht, könnte höher sein. 118 Solo-Siege ist auch okay, 54 Duo-Siege. Ja, ist okay für den Anfang. Dazu 21er Siegesserie, Kampfkarte ist völlig leer. Interessant ist eher die Brawler-Übersicht, finde ich immer. So, und hier sehen wir erstmal, er hat einen legendären Brawler. Und zwar Surge, ansonsten insgesamt 44 Brawler. Interessant ist vor allem natürlich die Trophäen. 0 Trophäen, Mortis Power 7, das ist wild. Das ist sehr interessant. Du sehen wir auch hier, Griff. Ansonsten 12 Trophäen hier, Gus auf jeden Fall, Bonnie. Okay, interessant, das sind eher die höheren Brawler, mal schauen. Dann so 64.
67, 98, also schon einige, so um die 100, Rang 10 auch einiges, okay. So Power Level 8, Power Level 9 und hier ganz oben, das sind die höchsten drei. Also Platz 3 ist Tick, 280, Bell 500 und Poco einfach 537. Ist aber solid, immerhin zwei Brawler über 500. Ja, für einen Anfänger auf jeden Fall, denke ich, okay. Wir kommen zu Papa Platte mit 860.000 Abonnenten auf YouTube, aber vor allem so ziemlich mit der größte Twitch-Streamer in Deutschland. So, hier sehen wir einmal seinen Kanal. Ja, guck mal, 2,3 Millionen Follower, das ist natürlich crazy. Er macht vor allem auch viele Live-Events und sowas halt auch, weiß ich. Und hier sehen wir auch nochmal, wie er zusammen mit Trimax und Hugo Brawl Stars gespielt hat. Ich glaube auch im Rahmen hier einer Brawl Stars-Kampagne, also einer Werbung, aber trotzdem natürlich sehr, sehr cool. Und ich glaube, er hat einen ziemlich krassen Account, habe ich schon, also vergleichsweise. Ich sage ehrlich, sein Club ist ziemlich krass, oder? Hier, 764.900 Trophäen, der höchste auf 52.000. Jetzt merke ich erst, wie hoch ich eigentlich bin. Ich bin ja höher als die meisten da. Gut, ich meine, ist ja mein Beruf, also so gesehen. Wir gehen nach ganz unten und sehen, er ist nicht mit der Lowster. Er hat 6.141 Trophäen. Lieblingsbrawler ist hier Dynamike eingestellt. Das ist übel krass. Also wenn er wirklich, er muss ja eigentlich davor schon angezockt haben, schätze ich mal. Wir sehen Diamond 2 auf jeden Fall in Ranked, auch solide auch mit Trimax. Und Hugo haben wir jetzt gesehen, er gespielt. Einige 3 vs. 3 Siege, sogar... Ich spiele auch ganz gerne 3 vs. 3 scheinbar, 10 maximale Siegesserie. Und hier sehen wir einmal die Brawler, also wir sehen, er hat 30 von 78. Nur einen legendären, zwar Spike und nicht mal gepusht. Okay, das ist im Vergleich zu allen YouTubern, zu den meisten zumindest, sehr ungewöhnlich, auf jeden Fall. Einige mythische Trophäen, wir geben, ich habe Spike den legendären gezogen, einfach low gelassen, perfekt. Und wir schauen uns an, Tick 260, der höchste ist Edgar, mal schauen, irgendwie bei den meisten so, 511 Trophäen. Ansonsten, Primo, Bau, einige wirklich gut gepusht. Ey, wirklich solid, hätte ich nicht gedacht, muss er eigentlich schon vorher ordentlich gespielt haben. Jetzt kommen wir zu Laser Luca, der hat insgesamt inzwischen über 5 Millionen Abos und soweit ich weiß, hat er einfach auch sehr, sehr viel Brawl Stars auch privat gespielt, sogar richtig, richtig viel. Ich glaube, er ist mit Minecraft bekannt geworden und Gaming, ich glaube es zumindest. Und dann 2022, also schon lange Brawl Stars auch privat gespielt hat, hat er dann auch ein Video dazu gebracht. Wir sehen es hier einmal. Da macht er hier die Showdown-Runden mit El Primo unsicher. Und ich glaube, er war da auch wirklich, glaube ich, schon ziemlich dabei. Also ich bin jetzt mal gespannt, wie viele Trophäen er hat und was wir jetzt hier so sehen werden. Ich habe keine Ahnung. Ich tippe mal mindestens 20.000, vielleicht sogar 30.000. Ich glaube, er soll echt viel gespielt haben. Und hier sehen wir einmal sein Profil. Er hat tatsächlich, okay, 18.461 Trophäen gehabt. Das Ganze war aber von Lukas hier auch im Jahr 2022 aufgenommen. Ich glaube, er hat danach nicht mehr so viel gespielt, soweit ich es mitbekommen habe. Also das heißt... Aber trotzdem solid, ne? Fast 20.000 Trophäen, 5.003 vs. 3 Siege, einige Solo- und Duo-Siege. Vor allem dafür, dass er zu diesem Zeitpunkt, als dieses Video rauskam, noch nicht mal irgendwie ein Brawl Stars Video hochgeladen hat. Einfach alles privat gezockt, müsst ihr überlegen. So, dann sehen wir einmal die Brawler-Übersicht. So einige Brawler auch auf 500. Das war lange bevor... Was? Das ist krass. Lange bevor die Siegesserien rauskamen. 45 Brawler. Und damit so viele Trophäen, das ist schon wirklich gut, ne? Vor allem, weil es auch länger her ist. Klar, es ist ein älterer Stand, ich denke, wird es halt wahrscheinlich seitdem... Doch, stopp mal, ich kann nachschauen. Das hier ist die Brawl Stats-Seite, da könnt ihr nämlich die Profile nachschauen. Er hat aktuell 19.143, also er ist seitdem wirklich nicht mehr gepusht, ne? Muss man wirklich sagen. Aber das war 2022 schon wirklich sehr, sehr solide, auf jeden Fall. Vor allem viele Brawler, fast alle auf 500. Und wir können sogar hier seine Trophäenentwicklung nachschauen, ja, da geht es ja auch langsam hier nach unten eher. Also hat es hier schon mal länger nicht mehr gespielt. Wir haben Lumex, 876.000 Abos. Besonders bekannt geworden ist er, glaube ich, durch Stumblegeist und dann auch Roblox und Minecraft aktuell. Und jetzt ist er, wie ihr hier sehen könnt, auch in Brawl Stars zurück. Ist, glaube ich, auch ganz gut dabei. Ich bin mal gespannt, wie jetzt hier sein Account aussieht. Er hat auch schon früher nämlich ab und zu Brawl Stars gebracht. Wir sehen auch hier ein 1 vs. 1 gegen Lukas. Der Nita Club ist der nächste Club. Benji hier Platz 1 mit 69.000 Trophäen. Aber wir scrollen jetzt hier erstmal tatsächlich nach unten. Platz 22, er ist auch Vize-Anführer. Das ist Lumex. Auf jeden Fall sehr, sehr guter Name. Und die Trophäen, ich sag ehrlich, also er hat wirklich viel gezockt, oder? Also das ist schon mal solide dafür, dass er kein Brawl Stars-YouTuber ist. Ranked hat er nicht gezockt. Wobei, er hat höchster Rang drinstehen. Also muss er wenigstens, denke ich, eine Runde mal Ranked gespielt haben, gehe ich mal von aus. Trophäen, sehr krass. Viele 3 vs. 3 Siege. Junge, er hat doppelt so viele Showdown-Siege als 3 vs. 3. Also er spielt fast nur Showdown scheinbar. Kampfkarte auch sehr originell. Hier mit den ganzen Dünger-Spike-Skin-Dingern drin. 29er Siegesserie. Aber jetzt die Brawler. Ja, wir sehen hier, er hat auch wirklich alle Brawler freigeschaltet erstmal. Auch die allerneuesten. Die Trophäen sind natürlich am interessantesten. Wir sehen, er hat einen Brawler auf 0. Nur einen einzigen und das ist Pearl. Also Pearl scheint er hier nicht so zu mögen. Ansonsten hier einige so wie 10 bis 20 Trophäen. 40 Trophäen. Cordelius. Das ist solide. Dann hier Max sehen wir. Bonnie auf jeden Fall. Dann hier einige auf Rang 10, so 300 auch einige. Also das geht schon echt ordentlich hoch. Also Edgar, jetzt bin ich mal so gespannt, was für die höchsten sind. 5er Trophäen hat noch einige. Hat er einen Rang von... Er hat einige Rang von 20er.
Da haben wir schon durchgescrollt, da sehen wir es. Einmal Buster, einmal Gale zum Beispiel auch. So, und ganz oben haben wir jetzt dreier legendäre Reihe hier einfach mal. Und ganz oben, das sind seine Höchsten. Natürlich, Larry und Lowey. Er hat ihn schon mal Rang 30 probiert, ist bei Rang 29 gescheitert. Hat ihn jetzt inzwischen auf 792. Das ist immer so bitter, wenn man einen Rang davor scheitert. Miko auch auf Rang 24, Bass aktuell auch hoch. Auf jeden Fall solides Profil. Wir haben einfach Reason mit 907.000 Followern. Aktuell so ziemlich einer der größten deutschen Twitch-Streamer. Und tatsächlich mit Fortnite als Pro groß und erfolgreich geworden. Dann sehen wir hier einfach den Account 20.822, der auch zusammen mit Snake gespielt. Und wir sehen hier sein Edgar auf 772 tatsächlich. Interessant ist aber vor allem eher die gesamte Brawler-Übersicht. 57 Brawler, einige auch so auf 500, einige auch auf 600 Trophäen. Dann noch einige, Larry Lowey auch auf 766 und ja, Crow auf 750. Also viele interessante Brawler auch hochgepusht. Jetzt wird's interessant. Trimax, 2,3 Millionen Abonnenten. Ich habe damals auch wegen ihm unter anderem YouTube angefangen tatsächlich, weil ich so gerne auch seine Clash Royale Videos gesehen habe. Ja, und tatsächlich, wir müssen einmal schauen. Junge, das ist so lange her. Ich spiele das Ganze nämlich auch schon sehr lange, glaube ich. Das hier ist er im Juni 2017. Also noch über ein Jahr, bevor das Spiel weltweit verfügbar war, hat das hier zocken können. Und das ist natürlich insane. Also ich bin mal super gespannt, wie jetzt hier auch sein Account dementsprechend aussieht. 2017 einfach. Vor 7 Jahren. Wir sind dafür im Club Biggies Bande einfach mal. Und hier ist er, der Letzte im Club. 23.148 Trophäen. Das ist solide, das ist wirklich solide. Klar, man darf nicht vergessen, er hat 2017 angefangen. Aber er hat halt, weiß nicht, er hat damals halt auch sehr viel Openings gemacht, weiß ich noch. Auch relativ einige Jahre, glaube ich, zumindest noch gespielt. Oder zumindest in der Anfangszeit. Und jetzt gerade ist wieder angefangen. Ja, und wir sehen eben, er ist tatsächlich Meister gekommen. Das ist crazy, das ist crazy. Symantec hat dabei auch geholfen. Der hat ja auch als erster Weltweitmeister, nee, als einer der ersten Weltweitmeister erreicht hat aus Deutschland. Aktuell Diamond 2. 1.003 Siege, viele Solo- und Duo-Siege auch, eine 48er Streak. Und wir sehen, das hier sind so seine Brawler. Er hat alle Brawler erstmal, ne? Ist auch irgendwie klar, wenn man schon so lange dabei ist. Er hat auch viele Sachen jetzt hier geöffnet zuletzt. Wir gehen nach ganz unten und sehen, ja, viele Brawler auch noch auf 0 Trophäen. Und das ist sehr, sehr low natürlich. Okay. Er ist ja gerade erst auch zurückgekommen. Da kann man natürlich jetzt nicht alle Brawler auf einmal nach oben pushen. Also so viele hat er einfach mal angezockt und ausprobiert, wie man hier sieht. Dann so einige auf 150. Jetzt bin ich halt mal gespannt. Was haben wir oben? Haben wir vielleicht einen Rang 30er oder sowas? Wir gehen so Richtung 5. Okay, einige 500er. Edgar auch auf 500, Cordelius 700, 25er auch und, okay, das ist krass, er hat wirklich einen Rang 31er, also er wollte sogar, glaube ich, mit 5 bis 5 probieren, auf Rang 35 zu pushen, aber er hat vor allem Angelo und Mandy auf 1000 Trophäen auch geschafft und beide sogar Rang 31 geschafft, also beide Richtung Rang 35 sogar probiert, ey, das ist wirklich crazy. Larry und Lowey auch gut dabei. Als nächstes haben wir Clash Cams. 1,19 Millionen Abonnenten ist durch Brawl Stars ebenso bekannt geworden, wie viele andere YouTuber auch, wie zum Beispiel, gut, ich bin eigentlich nicht durch Brawl Stars, sondern durch Clash Royale tatsächlich groß geworden, aber ja. Auch Clash Cams bringt aktuell übrigens wieder Brawl Stars, hat natürlich auch früher vor allem für Brawl Stars gebracht und bringt so eine Mission, glaube ich, aus Brawl Stars in Real Life, so ab und zu ein Brawl Stars Video wieder. Hier sehen wir mal Clash Cams Account. Er hat tatsächlich 35.000 Trophäen, ist also ein bisschen gedroppt, war früher aber auch auf 40.000. Höchster Sieg oder höchster Rang meine ich, war Bronze 2 in Ranked, also auch nicht allzu viel gespielt, ich glaube nur ein bisschen für ein Video. 14.003 Siege, einige Solo- und Duo-Siege, auch 31er Siegesserie am Start. Und wie ihr sehen könnt, hat alle Brawler, so Jesse am höchsten, so auf 700, das ist auf jeden Fall solide, die meisten so um die 500, einige halt noch Low, weil er die eben noch nicht freigeschaltet hat. Aber insgesamt trotzdem solide, ne? Ich meine, er spielt jetzt auch länger schon nicht mehr voll Bronze, sondern aktuell macht er ja eher, ich glaube, so eine Mischung aus Real Life und Bronze oder auch wieder mehr Bronze aktuell. Der Vollständigkeit halber haben wir mich eingerankt, ist natürlich schwierig, muss ich ein bisschen objektiv einfach machen nach Trophäen und so weiter, aber wir sehen hier meinen Kanal, 766.000 Abos, das ist echt krass, wir schaffen in diesem Jahr die Millionen, wenn ich drüber nachdenke. Vor 4 Jahren habe ich angefangen mit diesem Kanal, davor Clash Royale Videos gemacht und damit groß geworden und auch ein bisschen Clash of Clans inzwischen auch. Crazy, wie sich der Kanal entwickelt hat, muss ich echt mal an der Stelle sagen, wenn ich mir das so anschaue. Und das hier ist mein aktuelles Profil in Brawl Stars. Gerade heute, als wir aufnehmen, habe ich gerade tatsächlich 60.000 Trophäen erreicht. Das fühlt sich echt gut an. Ich push aber gar nicht eigentlich aktiv. Also ich spiele die neuen Skins mal auf 1000 Trophäen, mache vielleicht mal einen 30 oder sogar 35 Push, wenn ein neuer Brawler rauskommt. Aber ansonsten, ja, war das eher nebenbei. Also ja, 60.000 Trophäen auf jeden Fall. Dazu Meister erreicht. Aktuell ist noch nicht gepusht diese Season. 12.303 Siege nur. Also ich sehe im Vergleich zu vielen anderen YouTubern, ist es gar nicht mal so viel, wie ich auch gespielt habe über die Jahre hinweg. Ich habe halt auch viel Solo und Duo dafür gespielt. 67er Siegesserie hier auf dem Hauptaccount ist okay. Meine Kampfkarte, by the way, wieso habe ich da diesen Lagpin drin? Viele haben mir vorgeworfen, dass es die Windrader benutzen. Ich glaube, ich habe es in dem Video gezeigt, um zu zeigen, wie Windrading funktioniert.
Wir machen ihn wieder raus. Nicht, dass ich da nochmal öfters beschuldigt werde bei der Kampfkarte, Mann. Und dann natürlich die Brawler. Wie gesagt, ja, ich will jetzt auf die 70.000 Trophäen pushen. Stimmt, als nächstes Ziel. Da werde ich auch dann die loweren Brawler weiter nach oben pushen. 629 der loweste. Junge, Ash Rang 23 noch, dann sind die meisten so um die 700 auf jeden Fall. Und interessant ist auch, natürlich, wo habe ich ihn, den ersten? Genau, hier, Mr. P auf Rang 35 gepusht, dann auch viele Rang 30. Ich habe früher alle 5 Legendären damals, alle 6 Legendären damals, auch auf 1000 Trophäen gepusht. 800 Trophäen Crow, Rang 35 Edgar auch inzwischen. Der ist ein bisschen gedroppt, den musste ich ja für ein Video droppen. Dann sehen wir es hier auch. Einige auf 1000, einige auch Richtung 1000 hier. Bass, Melody und natürlich die höchsten. Kid und Larry und Lowie, die habe ich auch auf 35 gepusht. Natürlich mit krassen Carry, gar keine Frage. Kitty auf 1150, Larry und Lowie auch auf 1170, meine höchsten Brawler aktuell. Ich sag ehrlich so, die oberen sind echt solid. Nur da unten, ganz unten vor allem. Da kann ich halt easy Trophäen pushen, das weiß ich auch selber. So alle auf 800 Trophäen ist eigentlich ziemlich leicht zu machen. Wir kommen zu Lukas Brawl Stars. 2,1 Millionen Abos, da können wir direkt auf die ältesten Videos gehen, aufs allererste. Denn den Kanal haben wir tatsächlich zusammen gegründet ursprünglich, als Gaming-Duell-Kanal damals noch. Und ich war auch deswegen im allerersten Video dabei. Brawl Stars Video damals, da waren wir beide noch in der Schule zu dem Zeitpunkt. Und ich habe ihn dazu überredet, unbedingt einen Brawl Stars Kanal zu starten. Das Ganze ist 5 Jahre her. Ist eigentlich krass, wie viel das alles beeinflusst oder verändert hat über die Jahre. Muss man sich echt mal überlegen. Crazy, crazy. Wir waren zu dem Zeitpunkt auch schon 5 Jahre befreundet. Krass, wie die Zeit vergeht. Lukas bringt tatsächlich aktuell auch wieder sehr, sehr aktiv Brawl Stars Videos nach einer längeren Pause. Hat ja auch viel Real-Life-Videos gebracht und ja, jetzt aktuell wieder, ich glaube auch sogar Daily Brawl Stars aktuell sogar. Hier sehen wir einmal sein Profil. Er hat 61.850 Trophäen. Das ist schon mal absolut krass. Er war früher auf 60.000 vor, keine Ahnung, über, ich weiß gar nicht, wann ist es denn her, dann wahrscheinlich vor 1,5 Jahren hat er das gepusht oder für über einem Jahr, was sehr, sehr krass war. Also wirklich sehr solide, dafür aber nur Bronze 3 in Ranked. Das ist natürlich ein bisschen Abzug, also noch kein Rank großartig gezockt. 25.000 3 vs 3 Siege, sehr krass, viel 3 vs 3, Solo und Duo auch eine ganze Menge, 258er Streak, alles zusammen wirklich sehr, sehr krass, muss man wirklich sagen. Und wir sehen hier wirklich so ein paar Brawler so auf 500, aber die meisten hat er wirklich so auf so 800 Trophäen, 850. Und wir sehen auch so die höchsten immer noch auf 870. Die wurden Stück für Stück zurückgesetzt. Er hat früher jeden Brawler auf Rang 30 gehabt, also 1000 Trophäen. Sehr, sehr, sehr krasses Profil, finde ich immer noch. Und auch ein paar 35er hat er im Profil. Wir haben Pookie mit 1,09 Millionen Abonnenten. Er ist durch Clash Royale und Pokémon Go, glaube ich, groß geworden. Und dann eben Brawl Stars. Vor allem sehr viel Brawl Stars dann, wie man auch heute bis heute sehen kann. Auch Openings sehr, sehr viel gemacht. Und er ist tatsächlich auch aktuell wieder zurück in Brawl Stars. Da können wir es nochmal sehen. Er spielt, glaube ich, auch sehr aktiv und pusht aktuell auch sehr viel. Also da bin ich jetzt sehr gespannt nochmal. CC Pookie hat einfach 65.500 Trophäen. Höchster Rang ist einfach Meister. Das ist krass. Das ist wirklich, wirklich krass, finde ich. 16.003 Siege, einige Solo- und Duo-Siege auch. 189er Siegesserie. Das kann sich sehen lassen. Das ist wirklich krass. Also so von YouTubern, die wir bisher gesehen haben, die wirklich jetzt eher auch keine Pros sind, ist das wirklich, wirklich stark. Vor allem, weil er auch länger in Brawl Stars weg war. Und jetzt krasses Comeback. An sich hat er natürlich alle Brawlers und der Lowste auf 758 ist Chuck. Dann jeden auf mindestens 800, was er in den Streams gemacht haben. Oder ist ja krass, auf viele Rang 30. Hat er überhaupt einen 35er gepusht? Das ist krass. Wieso hat er keinen 35er gepusht? Vor allem mit dem Profil. Er hat viele auf 1000, aber der 35er fehlt auf jeden Fall. Also das ist krass, dass er keinen einzigen hat. Das ist wirklich krass. Vor allem, dass er auch so lange Brawlers gebracht hat, hätte ich nicht gedacht, und auch so reingegrindet hat. Krass. Aber trotzdem krankes Profil. Wir haben natürlich Landi, 269.000 Abonnenten und er ist natürlich zurückgekommen mit einer Weltrekord-Siegesserie. Er war früher schon dafür bekannt, viele Weltrekorde zu halten, auch für die meisten Star-Punkte. Und ja, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen. Also ich kann es erklären, er ist zurückgekommen, hat dann seine Brawler gedroppt, hat dann 1 Million Juwelen von Brawl Stars gewonnen, weil er so viele Spiele gemacht hat und es da gerade ein Gewinnspiel gab. Und hatte Weltrekord-Siegesserie aufgestellt und Porsche ist gerade von 0 auf 100.000 Trophäen. Und jetzt wollen wir natürlich sehen, was da gerade in seinem Profil abgeht. Ihr müsst überlegen, der war vor 3-4 Wochen noch auf 2.000 Trophäen, weil er alles runtergedroppt hat. Er ist auf 68.000. 68.000, Junge. Also er spielt wirklich den ganzen Tag, teilweise 10 bis 14 Stunden tatsächlich Brawl Stars. Macht das Ganze natürlich auch hauptberuflich, also macht das Ganze bitte nicht zu Hause nach. Er hat 95.000 3 vs 3 Siege. Ist Meister, super viele Solo- und Duo-Siege. Das ist crazy. Und dann diese Siegesserie. 3157. Es ist halt super schwer, sowas überhaupt einzuranken. Das ist die Weltrekord-Siegesserie, die der damit aufgestellt hat. Hat die alte mehr als verdoppelt. Die lag davor bei 1420. Das müsst ihr euch überlegen. Mehr als verdoppelt. Das ist krank. Das ist wirklich, wirklich krank. Aber die Trophäe natürlich ein größerer Abzugspunkt. Noch würde ich sagen, ist er damit nicht der krasseste.
mit 68.000. Aber wird er demnächst sein. Sobald er die 100.000 hat, hat er auf jeden Fall das beste Profil von allen YouTubern in Deutschland. 100%, wer soll denn da aufhalten mit der Siegesserie und den Tyrus 3 Wins? Die Brawler-Übersicht auch crazy, die ganzen alten Brawler noch immer auf Rang 35, den Lawson hier 700 Trophäen, Frank ansonsten die meisten schon so auf 800 Trophäen gepusht, also alle zu schön, gleichmäßig auf eine Höhe, aber ganz, ganz oben, geht auch schon mal ein bisschen höher, 27 Rang, ganz oben schon einige Tausender, viele Tausender sogar. Ganz oben hat er tatsächlich schon 1150 8-Bit, 1250 Mandy und einfach aus Spaß 1506 Trophäen Nani gepusht. Für 100.000er Push schon mal, das ist crazy. Das ist wirklich krank. Wir haben Snake, 559.000 Abos, vor allem durch seine Shorts und allgemein Brawls Videos bekannt. Ich habe ja auch mit ihm, glaube ich, ein Video aufgenommen oder sogar mehrere. Ich glaube, ich muss euch nicht allzu sehr vorstellen. Viele kennen ihn vielleicht, er ist vor allem ein sehr, sehr krasser Showdown-Profi. Viele halten ihn für den besten Showdown-Spieler auch in der Welt sogar. Hier sehen wir einmal sein Profil, 97.000 Trophäen. 97.000, Master erreicht auf jeden Fall, natürlich. 43.000, 3 Versus 3 Siege, 23.000 Solo-Siege, das ist vor allem krank, weil Solo-Siege sind ja viel schwieriger als 3 Versus 3 Siege. Duo-Siege 4.677, nur eine 47er Streak dafür, das ist gar nicht mal so krass, das ist wirklich heftig. 97.000 und er pusht zuletzt eigentlich fast gar nicht mehr, nur noch so nebenbei ein bisschen mal für den Stream eigentlich. Seine Brawler-Übersicht ist crazy, der Lowste ist warum auch immer Ash auf 631, was hat er da gemacht, das verstehe ich nicht so ganz, vielleicht für irgendein Format, vielleicht mit Zuschauern zu pushen oder sonst irgendwas. Melody sogar nur auf Rang 31 gepusht, überrascht mich, auf 1080. Dann 1100 Frank und dann 1250. Eigentlich jeden Brawler. Das ist krass. Da können wir mal hochscrollen. Die Frage ist, was ist das Höchste? Also fast so die meisten wirklich auf genauestens 1250 so ziemlich. Und dann, Junge, ganz oben 1500 Larry Lowy. Das ist wirklich ein Profil, das man echt nicht oft sieht. Das ist krass. Fast jeden Brawler, bis auf Melody, auch Rang 35 gepusht. Ist wahrscheinlich jetzt noch nicht dazu gekommen, hier Melody auch auf 35 zu machen, auf jeden Fall. Krank. Wer natürlich nicht fehlen darf, ist Sniper BS. Sniper Bros ist tatsächlich ein deutscher Bros-YouTuber, ähnlich wie Snake, sehr erfolgreich mit Shorts und TikToks geworden. Also schaut euch mal die Klickzahlen an. 11 Millionen, 9 Millionen, 8 Millionen, das ist crazy. Halt international auch sehr erfolgreich damit und auch inzwischen mit Videos. Auch sehr krass die Klickzahlen, schaut euch das alles mal an. 560, Junge, sind das erfolgreiche und kranke Zahlen, die er da auch hat. Muss man mal hier anerkennen an der Stelle. Also lädt auch hier alles Mögliche an Pro-Gameplay hoch, würde ich sagen, ne? Und er ist aktuell Platz 2 in Deutschland mit fast 102.000 Trophäen. Sein höchster Rang ist Meister, 64.000 3 Versus 3 Siege, fast 4.000 Solo-Siege, 6.000 Duo-Siege, 86er Winning-Streak. Das ist schon sehr krass. Lieblings-Brawler schon mal Piper. Und das Krass ist vor allem, natürlich hier nochmal die Brawler-Übersicht, Mortis auf 0 Trophäen. Keine Ahnung, ich glaube, er mag Mortis scheinbar nicht. Das ist krank. Er hat trotzdem so viele Trophäen. Er hat 102.000, obwohl er Mortis auf 0 hat. Das ist verrückt. Er hat sonst 103.000 halt auch schon, ne? Müsst ihr überlegen. Bass auch auf 1.000, auch ziemlich low, interessant, okay. Ansonsten viele auf Rang 35, 1.250, indem wir nach oben scrollen. Geht's auch echt noch immer ein bisschen höher. Jetzt sind wir schon bei 1.280, 1.300, so viele Brawler. 1.340, 1.400, 1.500. Und die allerhöchsten auf 1500 ist Bell. Das ist wirklich, wirklich krank. Das ist wirklich, wirklich ein krankes Profil. Also, boah. Und er wird auf 120.000 Trophäen, glaube ich, pushen, habe ich jetzt gehört. Muss eigentlich mal auch noch ein Video zu machen, wenn er weiter pusht dann. Würde ich sagen, wie immer, lasst gerne ein Abo da. Wenn ihr keine weiteren Brawl Stars Videos verpassen wollt, im Shop könnt ihr mich supporten mit Creator-Code JoJonas ganz rechts. Vielen Dank an jeden Einzelnen. Und ansonsten ist da noch der Abspann verlinkt. Haut rein. Danke fürs Zuschauen. War echt ein aufwendigeres Video, als ich dachte. Doch lange gedauert. Und damit bis zum nächsten Video. Ciao.